Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren gemütlichen Folge mit Evil Dynasty, mit dem Game Pro und dem Grimbart. Leute, schön, dass ihr dabei seid. Leute, ich habe heute nochmal ein bisschen offscreen was gefarmt und erledigt. Ich war ein bisschen jagen, darum bin ich auch schwer überladen. Ich habe Fleisch reingeschafft, ich habe ein bisschen Leder besorgt und ja, ich habe uns neue Pfeile gecraftet. Und schaut mal da oben. Ich habe drei Wildschweine erwischt. Eins fehlt uns noch. Das möchte ich gerne mit euch zusammen machen, damit wir die Sauerei gemeinsam erledigen. Dann würde ich ganz gerne auch noch mal ins Tagebuch schauen. Ich möchte heute mit euch die Sauerei-Quest erledigen. Und ich möchte ganz gerne auch die Dachse in Angriff nehmen. Eventuell können wir auch die Pilze erledigen. Ich habe schon einige gesammelt. Da dürfte nicht mehr viel fehlen. Vielleicht können wir dann alle drei Quests gemeinsam erledigen. Jetzt würde ich aber ganz gerne einmal kurz ins Dorf gleich gehen. Meine Taschen machen. Schaut euch das an. 248 Fleisch. Da haben wir uns ordentlich eingebraten. Und ich denke, die sollten wir dann einmal verkaufen. Ich gehe einmal auch kurz hier oben hoch. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Bis 8 Uhr. Und dann geht ja erst der Laden auf. Das heißt, eine halbe Stunde haben wir noch. Ich würde gerne einmal kurz hier oben zu unserer Falle gehen und gucken, ob was drin ist. Schaut mal hier. Ich habe auch unser Feld schon vorbereitet. Ich habe schon geackert und ich habe Weizen angepflanzt. Damit wir das jetzt nicht auch noch gemeinsam machen müssen. Doch, wenn ihr da Bock drauf habt, sagt mir Bescheid. Dann machen wir das nächste Feld zusammen. Das kleine Feld habe ich noch nicht bestellt. Das könnten wir gerne noch gemeinsam zusammen in Angriff nehmen. Das wäre kein Thema. Aber das große habe ich mir gedacht, das ist schon zeitintensiv. Und so ist das schon erledigt. Und wir können im nächsten Jahr, in der nächsten Jahreszeit, den Weizen ernten. Sehr schön. Schöne Geschichte. Freut mich sehr. Leute, wir haben frühen Morgen. Es ist wunderschön. Ein schöner Vormorgen. Hallo Lechoslava, na, mit dir habe ich schon lange nicht mehr gesprochen. Hello. Wie geht's dir denn? Lass mich dich mal genauer anschauen. Ja, sieht gut aus. Jagen 3. Jagen gefällt dir, ne? Jagen. Ich glaube, das tust du gern. Was beschäftigt dich denn im Moment so? Die wilde Natur war immer etwas zu viel für mich. Sie ist mir lieber, wenn sie gebändigt und in Ordnung gemacht worden ist. Reich in die Felder und so weiter, bla bla bla. Ich glaube, da haben wir schon drüber geredet. Alles gut, meine Liebe. So, dann würde ich sagen, wir machen uns auf den Weg zum Markt. Verkaufen ein bisschen Fleisch und machen eine ganze Menge Reibach. Leute, das gibt Kohle. Sehr schön. Piastovia. Ein schönes kleines Städtchen. Ich mag diesen Ort. Ich mag es wirklich sehr. Schaut mal, der schöne kleine Bach, der hier runter plätschert. Wunderbar. Auch die Geräusche. Total herrlich. Leute, sag mal, ist eigentlich der Ingame-Sound laut genug in den Videos oder muss ich das noch ein bisschen ausbalancieren? Ich bin mir da nicht sicher, Leute. Auch im Herbst, das sieht doch viel, viel schöner aus. Wahnsinn, wie gut das aussieht hier. Wer bist denn du? Der Wahn. Oh. Ich habe noch nichts, was ich dir abgeben kann. Das dauert noch einen Moment. Es ist mal wieder niemand da. Doch, da vorne kommt der Erste. Und hier ist auch schon jemand. Die Unislava, die ist fleißig. Die bereitet ihren Laden früh vor. Zeig mir doch mal deine Ware, du Liebe. Ich habe da so ein bisschen gebratenes Fleisch. Kannst du mir das abkaufen? So, ich denke mal, wir machen wirklich so eine ganze Menge. Ich habe viel zu viel eingepackt. Ich möchte ja auch ein kleines bisschen noch ins Lager packen, damit meine lieben Bauern keinen Hunger haben. Ich würde aber 465 für ein Bronzemesser. Sag mal, geht's dir noch ganz danke? Okay, ich hatte überlegt, ob ich mir ein vernünftiges Messer mitnehme. Das lasse ich an der Stelle dann mal sein. Die guten Werkzeuge sind mir einfach zu teuer. Schaut euch das mal an. Ich denke, das machen wir dann mal bei Gelegenheit selber. Schöne Sachen hast du. Aber ich glaube, das lassen wir mal. So, alles gut. Wir ziehen uns zurück. Ich gucke mal ins Inventar. Wir haben sehr viel Platz frei. Das heißt, wir könnten Dachse in Angriff nehmen. Dachse und ein Wildschwein. Und ich würde sagen, wir machen das auch direkt mal. Also erst, ich gucke gerade mal nach. Pfeile haben wir noch genug. Den Bogen habe ich parat. Der Langbogen war genau die beste Entscheidung überhaupt, diesen zu kaufen. Das Jagen mit Langbogen ist deutlich einfacher als mit meinem kleinen Pizzelsbogen, den ich da vorher so hatte. So, auf geht's. Ich würde sagen, wir holen uns die eine Sau. Ich hole auch unterwegs, sammle ich uns auch immer mal wieder so ein paar Pilze. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was uns so alles fehlt. Wir könnten natürlich einmal ins Lebensmittellager gehen und schauen, was wir da noch brauchen. Das wäre noch eine Maßnahme, Tagebuch. Pilze, wir brauchen 33 Schirmlinge, 31, sagen wir brauchen von allem so ungefähr knapp über 30. Dann macht es das einfacher.
Hallo, hol mal schönes Wasser, danke. Sieh zu, dass wir nicht verdursten müssen. So, ich gehe ins Lager, wir gucken mal nach. Edelkreize haben wir 31, Fliegenpilze brauche ich nicht. Riesenschirmlinge, also davon brauchen wir noch die meisten. Und Steinpilze brauche ich auch nochmal. Also die Riesenpilzlinge und Steinpilze sollten wir unterwegs auch mal gucken, dass wir davon noch ein paar ran schaffen. Mal zuerst würde ich sagen, ich gehe mal so grob hier in diese Richtung und ich hoffe, dass wir da unten irgendwo ein paar Wildschweine finden. Zumindest mal eins. Wenn wir mehr finden, ist auch gut. Guck mal hier, hier sind so viele Riesenpilzlinge. Heißt das so? Riesenschirmlinge. Na gut, wenn es mal regnet, ist das auch nicht schlecht. Dann haben wir auch endlich mal einen Schirmling. Sehr schöne Sache. Schön, schön. Aber es hat schon lange nicht mehr geplästert, muss ich sagen. Also das Wetter ist im Moment stabil. Bin mal gespannt auf den Winter, ob es denn dann auch mal schön schneit. So, das waren alle Schirmlinge hier. Dann geht's auch schon weiter. Ich habe auch gesehen, es hat heute ein kleines Update gegeben. Es gab einen kleinen Patch und es wurden einige Dinge überarbeitet. Und unter anderem wurden Preise für ein paar Gegenstände optimiert und angepasst. Ich vermute, ich glaube, ich gelesen zu haben, dass auch die Preise für Scheren und Messer zum Beispiel angepasst worden sind. Und ich habe einmal nachgeschaut, wenn ich jetzt mal hier reingucke, habe ich gerade hier irgendwo mein Steinmesser. Das Steinmesser bringt im Verkauf, also hat einen Preis von 5. Ich glaube, das war vorher weniger wert. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also, ich meine, das letzte Mal war das sehr viel weniger. Und da müsste ich mal in meine ersten Videos reinschauen, wie die Preise da waren. Aber ich denke, oh, guck mal, Riesenschirmlinge. Wir werden eventuell auch mal ein paar Messer herstellen. Und mal gucken, ob wir mit Messern jetzt auch ein paar Taler verdienen können. Dann brauche ich nicht nur zu jagen. Aber die Jagd ist natürlich schon lukrativ. So. Ich denke, wir sollten damit genügend Schirmlinge haben. Edelkreizer kannst du auch noch ein paar mitnehmen. Mann, 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 das ist echt ein Paradies. Bild zusammen hier. So, aber jetzt lass dich nicht ablenken, mein Lieber. Sieh zu, dass du an ein Schwein kommst. Du bist kein Schwein. Ich möchte dich nicht jagen. Die schöne Adler, wie sie in die Lüfte schwingen. Herrlich, Leute, herrlich. Es ist ein schönes Spiel. Nein, ist doch eine Sau, oder? Leute, ist das eine Sau oder ist das ein Dachs? Wir schießen die einmal an. Na, warte. Ich gehe mal wieder in die Ich-Perspektive. Hau nicht ab, du. Hau nicht ab. Ich vermute, das sind, seid ihr Dachse? Seid ihr Dachse, Leute? Elegant. In den Poppe. Habe ich dich getroffen? Ja, ich glaube, ich habe ihn erwischt. Schau mal, das Jagen geht doch mit dem Langbogen gleich viel, viel besser. Das tut mir auch um euch Dachse ein bisschen leid, aber ich brauche 5 von euch. 5 und wir haben wieder eine Quest erledigt. Schau dich um. Da vorne läuft mein Steinpfeil, beziehungsweise er rollt. Schön, wie er physikalisch korrekt hier den Hang runterrollt. Bleib stehen. Komm, Pfeil, du bist umzingelt. Ich brauch dich doch. Da vorne ist ein... Noch ein Dachs, noch ein Dachs. Na komm, mein Lieber, bleib stehen. Lauf nicht weg. Ich sehe auch nichts. Och, das war vorbei. Auch der zweite getroffen hat, ich bin mir nicht sicher. Ja, Blutspur, dann haben wir dich doch bestimmt erwischt. Es tut mir leid, es tut mir leid, du lieber Dachs. Da ist er, da ist er. Ah, das war aber ein Treffer. Oh, oh Gott, er ist böse. Er ist böse. Lass das, lass das. Böser Dachs. Also was, mein Lieber. Der hätte mich fast der Dachs zerpflückt. Das kann doch nicht sein. Aber wir haben es so gerade eben geschafft. Böser Dachs. Mann, ich muss doch eine Quest machen. Nehmt mir das doch nicht alle so übel. Ich höre schon die Geier kreisen. Leute, ich gehe einmal kurz ins Inventar und ich hau mir ein Breitwegerich rein. So, gönn dir. Aber ist nicht zu viel. Und 2 Dachse von 5, das ist schon mal nicht schlecht. Dann haben wir die Quest schon zu fast
einem Drittel erledigt. So, nochmal kurz schauen, wo wir hier sind. Ich glaube, ich gehe mal hier runter. Ich glaube, irgendwo hier in der Nähe schon mal ein Schwein gesehen zu haben. Es wäre wirklich sehr, sehr lieb von euch, ihr lieben Säue, wenn mir jetzt eine vor die Flinte laufen würde. Meine Flinte habe ich ja gar nicht. Ansonsten gehe ich nochmal zurück, da wo der Wolf mich immer reißt. Schön, das sieht so stark aus, Leute. Ein schönes Spiel ist das. Das gefällt mir wirklich. Es macht eine irre Laune. Es ist auch so wirklich irgendwie pure Entschleunigung, Leute. Das ist ein Spiel, das zum Entspannen und zum Eintauchen einlädt. Und einfach zum Wohlfühlen. Irgendwie. Nach einem harten Arbeitstag. Genau das Richtige. So. Leute, ich irre hier rum. Ich weiß, dass hier in der Nähe von diesem See habe ich schon öfters mal Wildschweine gesehen. Aber ich bin da in meiner Runde, als ich jagen war heute, auch eine ganze Weile rumgeirrt. Und habe keins gehabt. Na gut, ist egal. Wir suchen nochmal. Wir machen uns hier nochmal grün auf die Lauer. Es wird doch wohl irgendwo noch ein einziges Schweinel sein. Jetzt, Riesenschirmling. Total schön. Es ist nicht wahr. Kein Schweinel da. Das reimt sich und was sich reimt, ist nicht immer gut. Das hätte der Pumuckl mir sicher anders gesagt. Aber ich brauche doch ein Schweinel. Du liebes kleines Schweinerli. Fliegenpilze. So, wir könnten ja mal überlegen, wo wir doch gerade hier so am Suchen sind, damit wir die Zeit auch vernünftig nutzen, was wir als nächstes bauen in unserem kleinen Dörfchen, in unserem Städtlein. Sagt mir doch auch bitte gerne in den Kommentaren, was meint ihr, was wäre das nächste Gebäude, was ich dringend brauche. Wir haben die Schneiderei, wir haben den Holzfäller. Nee, warte nicht, was gehört. Wir haben eine Holzfällerei. Wir haben die Schmiede. Wir haben eine Werkstatt. Was haben wir denn noch? Wir haben die Näherei. Ich würde, glaube ich, irgendwie zur Angelhütte tendieren. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es ist kein einziges Schweinel da. Das kann doch ja nicht sein. Also wenn ihr da gute Spots kennt, wo man Tiere jagen kann, dann lasst mich das auch mal gerne wissen. Wobei ich die Vermutung hatte immer, dass Wildschweine überall da sind, wo das Dickicht relativ hoch ist. Und ich glaube sogar auf dieser Seite hier Schweine gesehen zu haben. Ihr müsst das so sehen. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das aller geilste. Manchmal verlässt es mich. Ich sehe was und mach was. Und am nächsten Tag ist es schon wieder weg. So, schaut mal hier. Oh, ein Fass mit Haferbier. Dankeschön. Ein Säckchen mit Münzen. Danke auch dafür. Und Vase. Nehmen wir alles mit. Vielen Dank. Ton auch. Jawohl, super. Was haben wir hier? Ein kaputtes Rad. Das kann liegen bleiben. Brauchen wir nicht. Eine Schaufel. Leider nur aus Holz. Egal, wir lassen hier nichts schlecht werden. Ich hoffe, das war alles. Ich hoffe, wir haben nichts übersehen. Guck mal da. Was ist denn das? Direkt mal eine Schaufel ausrüsten hier. Na, ich habe ja noch eine. Guck mal da. Da habe ich ja noch eine. Dann nehmen wir auch mal ein bisschen Ton mit. Wo wir schon mal direkt an den Vorkommen stehen. Mach doch mal die Schippe kaputt. Habe ich nicht gerade eine Holzschippe eingepackt? So, oh, die hält auch nicht mehr sehr lange. Aber ist nicht schlimm. Wir nehmen den Wohnvorkommen einmal mit. So, aber das soll uns jetzt auch nicht länger aufhalten. Wir haben doch ein Ziel. Wir brauchen ein Schwein. Und mir ist die ganze Zeit so, als würde ich irgendwo Schweine hören. Ja, aber das ist nicht so. Es täuscht mich der Verstand. Das ist doch allerhand. Weil das ist doch ein Gebiet, das sich nur so
das gerade so präsentiert ist für eine Sau. Hier müsstet ihr euch doch richtig wohlfühlen, aber da oben darf ich nicht jagen, ne? Das ist rot. Nicht, dass ich mir wieder Minuspunkte einsammle hier. Wunderschön. Dieser Herbstwald. Wie ich mein Glück kenne, laufe ich gleich wieder schnurstracks in eine Rudel Wölfe. Wir sind hier mitten im Sumpf. Schuldig, dass wir hier versacken. Trink mal einen Schluck Brackwasser. Sumpfiges Sumpfwasser. Das beflügelt Leib und Seele. Sumpfwasser verleiht Flügel. Hirsche, ja schön, dass sie Hirsche sind. Ich könnte euch auch gebrauchen, aber... Eine Hütte, ich glaube, ich... Ja, ich laufe hier wieder gerade im Kreis. Ist okay, wir laufen mal hier oben weiter. Es muss ja irgendwo noch was geben. Und so entdecken wir auch mal wieder ein bisschen mehr von der Landschaft. Auch schön. Also ich treibe mich ja viel zu lange, viel zu oft nur immer in denselben Gebieten rum. So sieht man auch mal ein bisschen mehr. Sollen wir vielleicht unterwegs schon mal den Hirsch mitnehmen? Einfach nur um zu gucken. Wie viel besser? Na, das war nichts. Der Lang... Mann! Der Langbogen funktioniert. Ich wollte euch zeigen, wie gut der Langbogen funktioniert. Mann, wenn ihr dabei seid, treffe ich nichts. So, nehmen wir den Pfeil. Aber egal, wir brauchen ja sowieso Schweine. Ich vertrödel schon wieder Zeit, Leute. Das ist nicht feierlich. Was haben wir denn hier? Edelkreizer. Ja, komm. Edelkreizerle nehmen wir mit. Wieder ein umgekippter Wagen. Mit ganz viel schönem Met. Met. Danke, danke. Met. Es ist ja wunderbar. Also wir finden hier einiges. Wir sind unterwegs. Es lohnt sich. Fischfilet. Auch mal was Neues. Nicht schlecht. Also ihr sollt ja auch... Axt. Meine Dorfbewohner sollen ja auch nicht so einseitig essen. Wunderschön, Leute. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber die Sau will sich mir nicht zeigen. Das gibt's doch nicht, Leute. Ich brauche ein einziges Schwein für die blöde Quest. Oder ein paar Dachse. Ich meine, okay, Dachse hatten wir ja ein paar, aber... Da hinten steht ein Wolf. Bevor du mich angehst, greife ich lieber dich an, mein Lieber. So, reicht's dir? Nein, reicht's dir nicht? Na komm. Das gibt's doch nicht. Wie viel hältst du aus? Was bist du für ein Mutantenwolf? Ist doch nicht dein Ernst. Gut, Wolf haben wir. Das gibt immerhin ein bisschen Pelz und Fleisch. Auch gut. Aber ich brauche doch Schweine. Leute. Kann doch nicht sein. Das ist der Fall. Steinfall. Ja, nimm ihn doch einfach auf. Da ist noch ein Wolf. Wisst ihr was? Wie gesagt, bevor du mich angreifst, drehen wir den Spieß einfach mal um. Und ich habe sowieso noch Rechnung mit euch. Offen, das ist eine ganz klare... Also die reichen zwei Pfeile. Gut. Ist in Ordnung. Ich habe kein Messer mehr, Leute. Aber ich habe noch alles dabei. Wir brauchen bessere Messer. Wäre das nicht so teuer, Leute, dann hätten wir schon ein gutes. So. Wir bekommen Pelz und Fleisch. Wir bekommen jede Menge Zeug. Aber ich will Schwein und Dachs. Oh, kommt schon. So, und wenn das irgendjemand schaut, ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Videos zum Medieval Dynasty, die werden gerade nicht so mega wahnsinnig viel geschaut. Ist aber nicht so tragisch. Das Spiel ist schon eine ganze Weile draußen und es gibt schon viele Leute, die das Let's Playen. Und wo die meisten Leute schon gucken, das ist alles völlig in Ordnung. Aber falls es jemand sieht, sagt mir bitte gerne, ob ich auf dem... Schweine. Bin ich auf dem richtigen Weg mit dem, was ich mache? Oder sollte ich Dinge anders machen? Komm, du Sau.
Jetzt kommt bitte nicht im Rudel. Wow, alter Verwalter. Also der Langbogen, der macht echt was her. Na, erwischt. Da hinten ist doch ein Schwein. Mann, wie viele seid ihr denn? Jetzt muss ich eine ganze Familie platt machen. Uiuiuiui. Komm, haut doch lieber ab, du Schwein. Nein. Gut, die Quest haben wir erledigt, aber... Na komm. Oh, 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 das ist gefährlich. Keine Ausdauer. Komm, du Schwein. Komm, sack auf, sack auf. Mann, 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 gefährlich, gefährliche Sache. Pass auf. Kein Ausdauer. Na, lebst du noch? Uiuiui, Mann, das war knapp. Aber du hast ja recht, Schwein. Ich habe gerade deine ganze Sippe getötet. Ich hätte es verdient. So, Mann, alles voller Blut. Wo sind die anderen? Ich will es ja jetzt nicht liegen lassen. Es wird nicht schlecht. Es wird gebraucht. Wir werden es essen. Es wird meine Siedlung vor dem Hungertod bewahren und mich vor der Armut. Und eventuell rettet mich das vor dem Erfrieren. So, ich habe nämlich immer noch keine Klamotten und die Klamotten sind irrsinnig teuer. Und ich sehe auch schon wieder oben dieser, ja, beim Handwerk die 1. Das sagt mir, wir haben wieder kein Material. Es ist uns wieder das Leder ausgegangen. Darum ist das auch gar nicht schlecht, dass wir jetzt hier ein paar Schweine geholt haben. Weil Leder ist gerade ein wichtiges Gut für meine Produktion. Oh, na, mach schon. Messer erforderlich. Schon wieder. Dann hol dir nochmal Stöcke und Steine. Also ich brauche ganz, ganz dringend andere Werkzeuge, außer dieses elendige Steinzeug. Das ist wirklich eine Sache, die ist richtig nervig. So, haben wir genug? Können wir uns ein Messer machen? Mich würde auch unglaublich interessieren, wie komme ich an Erze? Was muss ich dafür machen, Leute? Hallo, Schwein, da bist du ja. Was muss ich machen, um an Erze zu kommen? Wo kann ich Erze abbauen? Wo kann man Minen aufmachen? Kann ich nur Minen dort öffnen, wo schon Höhlen sind? Zum Beispiel an dem Wasserfall? Also an vorgegebenen Orten, oder kann ich auch selber irgendwo sagen, ich möchte eine Mine haben und buddelt euch da mal durch. Ich denke, wir gehen mal langsam zurück. Wir sind sehr weit draußen und wir sind ein ganz kleines Stück weit überladen. So, wir könnten ja mal eine Kleinigkeit essen. Das macht es dann auch wieder etwas leichter. Nicht viel, aber zumindest ein bisschen. So, 1, 2, 3. Trinken hätten wir noch mit. Das lassen wir mal. Was ist denn noch alles so irrsinnig schwer, was ich dabei habe? Schauen einmal kurz. Wir haben 25 Kilogramm Fleisch am Start und ein paar Steine, bisschen Leder. 20 Leder. Es ist nicht viel, aber es ist ein bisschen. Komm, isst noch mal ein Stück. Für die Lebensenergie. Ich glaube, die Sonne geht noch nicht unter, oder? Aber fast. Sie neigt sich doch langsam dem Abend entgegen. Schön. Dann war das doch ein guter Ausflug. Wir haben noch ein bisschen Loot gefunden. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben die Schweinequest erledigt. Das ist sehr gut. Und eventuell haben wir sogar genügend Pilze dabei. Und der waren dann 2 Quests zu übergeben. Die Dachse müssen wir halt mal sehen. Und angeln kann ich noch nicht. Dafür brauchen wir die Angelhütte. Und von daher würde ich schon alleine sagen. Was ist denn das? Ist das ein Pferd? Nein, ich glaube, du bist eine Kuh, oder? Mann, sind wir langsam. Wir sind so überladen. Och, du bist aber ein schöner Büffel. Ein Elch? Hm? Ich jag dich nicht. Keine Sorge, ich habe gar keinen Platz im Inventar frei. Ist eh gerade alles schon so schwer, wenn jetzt ein Wolf kommt. Dann bin ich wahrscheinlich äußerst des Todes. Weil Rennen ist gerade gar nicht mehr. Leute, guckt euch das an. Pack mal den Bogen weg. Das ist hier ein umgekippter Wanger. Ich glaube, den habe ich schon. Den hatten wir schon. Jawohl. Das ist unsere Siedlung. Mann, Mann, Mann. Wir müssten auch mal einen Stall bauen. So,
und ich muss so viele Dinge machen, ich weiß gar nicht, wann ich das alles tun soll. Aber heute fangen wir, glaube ich, mit der Fischerhütte an. Dann machen wir die Fischerhütte, dann können wir eventuell heute, mal sehen, eventuell heute noch ein bisschen angeln, aber ich glaube, das könnte eng werden. Wenn ich auf die Uhr gucke, schaffen wir das eventuell nicht mehr. Oh, ich dachte gerade, da liegt ein Dachs und sonstig. Das ist eine gute Idee, ist so schwer bepackt hier durch den See zu warten. Nicht, dass wir absaufen. Lauf doch ein Stückchen schneller, bitte. Sehr, sehr schön. Ich müsste auch mal den Kastellan noch mal besuchen und ihn noch fragen, was er so von unserer kleinen Siedlung hier hält. Wächst und gedeiht. Ich würde mich auch mal gerade interessieren. Moment, wo konnte ich das denn sehen? Ist das in der Verwaltung? Steuerschulden. 161 Silber, Leute. Das ist doch wohl auch nicht dein Ernst. Was haben wir an Kohle? Wir haben 3400. Gut, wir können es bezahlen. Sieht soweit ganz passabel aus. So, ich gehe das Fleisch einmal braten und dann kommt es ins Lager. Ja, ich weiß. Mach den Feuer. Komm. Und brate das Fleisch durch. 127, das gibt auch wieder eine Menge Kohle. Und Saft Modder. Dann überlege ich mir gerade. Ich würde auch gerne noch ein bisschen anwandeln. Ich habe ja mit der lieben... Wie heißt sie jetzt mal? War das die Miuslava? Oder die Bogdala? Also mit einem der Mädels. Bogdala, ich glaube, du warst das. Hatte ich schon mal so ein bisschen angewandelt. Eventuell könnte man da ja noch mehr draus machen. Wäre ja mal eine Maßnahme. Wir müssen ja auch... Moment, Materiallager... Die Steine raus, dann ist mir alles gerade zu schwer. Stöcke auch nochmal weg. Ton, jawohl, viel weg. Metflasche, die ist leer. Die Weinflasche auch, komm. Und das Leder packen wir auch hier rein. Dann können die Leute arbeiten. Das ist doch schön. Und wir können wieder rennen. Dann gucken wir gleich mal, dann machen wir gleich mal einen Kassensturz, was wir an Pilzen haben. Gesalzenes Filet, herrlich. Fleisch, komm. Ich packe alles weg, außer ein bisschen, dass wir selbst zum Essen mal was dabei haben. Met, Riesenschirmlinge, Steinpilze. Und dann machen wir gleich mal einen Kassensturz bei den Pilzen. So, hier sind wir. Edelkreizer brauche ich 31 oder 2. Ich nehme einfach mal, ich sag mal, ich nehme mal 33 raus. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. 33 Stück. Steinpilze fehlen uns noch. Steinpilze fehlen uns. Und wo ist der nächste? Was war der andere? Liegenpilz? Edelkreizer? Der Haubenpilz hier. Wie heißt der? Schirmling. Riesenschirmling. Okay. Uns fehlt halt noch der... Uns fehlt halt noch der Steinpilz. Ich denke mal, davon brauchen wir noch so 5-6 Stück. Und dann gehen wir damit auch durch. Klingt doch eigentlich ganz vernünftig. So, dann würde ich sagen, wir gehen gleich einmal schlafen. Wie spät haben wir es denn jetzt? Guck auf die Karte. Wir haben 18 Uhr. Wir könnten natürlich noch ein kleines bisschen was erledigen. Was könnten wir denn in der kurzen Zeit noch tun? Lass mich einmal überlegen. Wir könnten das kleine Feld haken. Wir könnten auch ein paar... Moment, das ist eine Idee. Ich gehe noch mal kurz ans Materiallager. Ich hole mir Teller, Schüssel und so weiter und Löffel. Und dann können wir nämlich auch mal kochen. Und drunter finde ich das denn jetzt schon wieder. So, Moment. Ich bin mir sicher, wir hatten da schon mal was gebaut. Tonschale. Nehme ich mir eine. Weinflasche. Es ist nichts mehr da. Ich hatte doch alles gebaut gehabt, Leute. Interessant. Ja, dann würde ich sagen, ich nehme noch mal... Wir haben ja gar nichts mehr hier. Doch, Stämme haben wir noch da.
Ich gehe mal kurz gucken, was wir dafür brauchen. Und dann machen wir uns ein paar Teller und Tassen nochmal. Holzteller. Leute, wisst ihr was? Das habe ich in der Folge gemacht, in der ich nicht gespeichert habe. Ich habe ja nicht mal die Rezepte hier freigeschaltet. Ich hatte von allem etwas. Ich hatte schon Löffel gemacht. Oh mein Gott. Komm, wir kaufen uns das. Ich hatte Holzbecher, ich hatte Teller und ich hatte Schale. Das alles hatten wir schon gemacht. Komm, das schalten wir auch mal frei. Kostet zwar ein bisschen Geld. So, wir brauchen Stöcke, wir brauchen Stöcke. Hierfür brauche ich einen Stamm, das haben wir schon. Komm, dann machen wir hier schon mal ein paar Becher auf jeden Fall. Dann stützen wir uns ein paar Becher, dann stützen wir uns ein paar Teller. Mann, das hatte ich doch alles schon gemacht. Aber gut, so ist das halt, wenn man nicht speichert. Selber schuld, Grimo. Selber schuld. So, hier sind auch noch ein paar. Da hat doch jemand geschrien, oder? Moment. Geht's schneller? Ich muss mal kurz raus nach dem Rechten sehen. Hallo? Hat hier nicht gerade irgendjemand geschrien? Du schreist hier so rum. Sehr gut. Wie ist bei euch so? Na, habt ihr euch angefreundet, Bogdala und Lichus Lava? Geht's euch gut? Hm? Ihr passt gut zusammen. Wie Mutter und Tochter. So, was war das denn noch? Genau. Löffel. Wir wollten noch Löffel machen. Ich zumindest. Schaut mal hier. Für Löffel brauche ich ja mal Stöcke. Für Löffel und für Schöpfkern brauchen wir Stöcke. Die holen wir uns dann eben ganz schnell, Leute. Das liegt doch alles hier so rum. Ich gehe aber trotzdem ins Lager. Wir haben mehr als genug Stöcke. So, komm schon. Hau rein, Alter. So, wo haben wir denn die lieben Stöcke, 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 Stämme? Stöcke? Es wird ja immer schwieriger. Es wäre schön. Jetzt sagt mir nicht, ich habe nicht mal mehr Stöcke hier. Doch, da sind Stöcke. So, pack die mal ein paar rein. Und dann stützen wir uns daraus auch ein bisschen Material. Ich hatte sogar schon nachgeschaut gehabt, ob man Teller und so weiter verkaufen kann. Das lohnt sich nämlich alles nicht. Aber ist nicht weiter schlimm. So, wir machen mal hier einfach von allem ein bisschen. Vielleicht lohnt sich das ja, wenn ich das Zeug in Massen herstelle. Und wir machen mal 30 Gellen. Kommt dann alles ins Lager. Könnte noch Schalen herstellen und noch Teller und noch Tassen. Was machen wir denn? Komm, wir machen von dem Rest, machen wir Becher. Damit auch jeder was hat, außer essen und trinken kann und damit wir auch vernünftig was kochen können. So. Jetzt schauen wir einmal gerade. Genau, 0,7 ist der Preis. Das ist wirklich nicht viel. Wenn ich das dann auch noch halbiere, lohnt sich das nicht wirklich. Das ist wirklich unglaublich nicht lohnenswert. So, wir gucken mal kurz nach. Ich könnte Pilzsuppe machen, wenn wir denn alles da hätten. Muss ich mir mal zusammensuchen, die Sachen. Rote Beete. Ach, die haben wir nicht, habe ich noch nicht freigeschaltet. Kohlsuppe können wir machen. Kohl haben wir im Lager, Fleisch haben wir im Lager. Das könnten wir eventuell gleich auch mal machen. Ich packe die anderen Sachen mal weg, dann legen wir uns schlafen und eventuell kochen wir dann mal ein kleines Süppchen. Wo sind die Sachen? Da, da ist es. Ich packe mal alles weg, außer ein paar Sachen. Ein paar Schalen, ein paar Teller. Das kommt dann bei mir ins... So, das auch noch weg. Was sind die Löffel? Ich habe doch auch Löffel gemacht, oder nicht? Holzlöffel, da sind die Löffel. Ist doch auch Material. So. Und Schalen. So, den Rest packe ich dann Schöpfkern auch. Eine Tonschale, Tonvase. Ich schlepp so viel Zeug mit mir. So, ab ins Bett jetzt, Alter. Es ist schon spät, Mann. Es ist schon wieder dunkel. Aber ich gehe noch mal eben schnell ins Lebensmittellager, Leute. Und dann brauche ich das nicht nachher noch mal machen. So, zack. Komm, hau rein. Ich weiß, man hat gerade was zu tun. Und da will man das auch fertig machen. Ich wollte Kohl haben. Kohl, genau. Nimm dir mal Kohl mit rüber.
30 Stück. Dann nehmen wir uns Fleisch mit. Wo war Fleisch? Fleisch war hier oben. Nimm einfach mal die 15 Stück mit. Fleisch. Was brauche ich hier noch für die Kohlsuppe? Das war, glaube ich, alles. Kohl und Fleisch. Ich kann mir so Dinge nicht immer direkt auswendig merken. So. Ab hier rüber. Dann kochen wir jetzt mal, wenn wir können. Ich habe doch Fleisch mit. Ach so, verdammt, ich habe nur gebratenes Fleisch. Oh mein Gott, natürlich brauchen wir rohes Fleisch für die Suppe. Mann, bin ich ein Suppenhuhn. So, dann pack das Gebratene doch wieder weg. Alter, so. Pack's weg. Wir sollten aber doch auch bestimmt... Naja, ist jetzt nicht die Welt. Vielleicht nehme ich auch mal ein paar Karotten mit rüber. Einfach, dass wir die schon mal da haben. Das könnte ja eventuell auch in Gemüse dann halt. Eieiei, na gut. Dann sollte ich demnächst nicht mehr immer alles direkt durchbraten. Dann schauen wir mal. Wir können die Kohlsuppe machen. Wir können auch einen Eintopf machen. Ich fange mal mit dem Eintopf an. Einen Eintopf. Und wenn wir noch können, noch eine Kohlsuppe. Supi. Nein, fehlt uns Fleisch für. Ist nicht so gut. Gucken wir auch mal gerade nach. Die Suppe. Wo ist die Suppe? Holzteller. Eintopf. 18, Leute. Schaut mal. 18 ist das wert. Das müsste ich mir mal ausrechnen. Was da drin ist. Doch, ich gucke noch mal ganz kurz, Leute. Einmal kurz schauen. Es sind zweimal Kohl, einmal Fleisch. Fleisch ist 4 wert. Die Holzschale ist 0, irgendwas wert. Und der Kohl, was ist der Kohl wert? Der Kohl bringt 1,5. Also, Leute, das Kochen lohnt sich auf jeden Fall. Wir sollen ganz viele Suppen kochen. Das ist eine lukrative Geschichte. Schlaf bis zum nächsten Tag. So, ein schöner neuer Morgen ist angebrochen. Wunderschön. Was wollte ich denn eigentlich jetzt noch mit euch machen? Genau, wir wollten die Fischerhütte noch. Zumindest werden wir diese noch einmal anzeichnen. Die Mut. Fight me, coward! Ja, kämpf gegen mich. Jawohl. Wohin, wir haben eine Emote gemacht. Auch schön. Die Fischerhütte wollte ich noch einmal anzeichnen. Das wäre dann Überleben. Holterhütte. Die Fischerhütte. Mann, die ist aber auch ganz schön groß. Ich wollte dich so ein bisschen ans Wasser eigentlich platzieren. Aber ich denke... Alles rot. Diese muss im Wasser platziert werden. Ach so, im Wasser sogar. Schaut mal her. So, hier hin. Aber ich würde dich gerne ein bisschen drehen, so dass du... Genau, ich denke mal... So, ich glaube, das finde ich so ganz gut. Ein Hammer. Wir brauchen 4 Stämme, 4 Bretter. Gar keine Steine, Leute. 4 Stämme, 4 Bretter. Holen wir uns aus dem Lager, könnten wir haben. Wir lassen ja fleißig Bretter produzieren, nicht wahr? Alles klar. Nimm das Einzelne und dann nimmst du hier noch 1, 2, 3. Und die Stämme, mein Lieber. 4 Stück. 4 Stück an der Zahl. Guck doch einfach unter Material, dann findest du ihn vielleicht auch schneller. So, 4 Stück. Wir nehmen einfach mal nicht mehr mit, als wir brauchen. Sehr schön. Und dann kriegen wir auch eine Fischerhütte. Was brauchen wir hier oben noch? Nochmal 6 Holzstämme. Okay, holen wir. Mehr Arbeit? Mehr Arbeit. Ja, Sir. Okay. So, nochmal 6 Stämme. Geh doch direkt hier rein. Ich fände das auch irgendwie ganz cool, wenn es so ein Menü gäbe, wo ich das einfach eintippe und eingebe. Und dann sucht ihr mir das raus. Leute, ich warte echt auf ein Spiel. Und das mal wieder geht. Bei Minecraft gab es dafür eine coole Mod. Das hätte ich gerne. Stöcke und Stämme. Weißt du was? Nimm dir doch einfach mal Stöcke und Stämme raus, bis die Taschen voll sind. Müssen wir nicht immer so lange hin und her laufen und den Rest bringst du einfach wieder zurück. So, Holzstämme. Nehmen wir mal 10 Stück mit. Könnte passen. Und Stöcke, Stöcke, Stöcke. Packe ich mir mal gute 60 rein. Und Stroh nehme ich einfach mal alles mit. Als wir noch das Dach decken haben. Aber wir sind ja relativ nah am Schilf. Dann können wir auch den Rest noch pflücken. So,
Einmal da. Das sieht gut aus, Leute. Das wird eine richtig schöne Fischerhütte hier. Mann, sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Das gefällt mir so gut. So, noch ein Dach. Hier noch eins. Da noch eins. Schlag es drauf. Und weiter geht's. Uns fehlt ein Stamm. Leute, noch mehr Stämme. Uns fehlen noch 3 Stämme. Ist kein Problem. Sehr schön. Eine Fischerhütte im Wasser. Total gut. So. Wo sind die letzten Stämme? Stämme gab es hier. Da geht es doch viel schneller. Und da muss ich auch dringend mal wieder Holz fällen. Wir haben zwar einen Holzfäller unterwegs. Oder waren das sogar 2, die ich benannt habe. Aber ich glaube, ich sollte da auch mal mit Hand anlegen. So, hier noch. Stroh. Stroh. Hol dir mal ein bisschen Ried. Das ist ja direkt hier. Komm. Das müsste es doch gewesen sein. Jawohl, die Fischerhütte ist am Start, Leute. Wie schön ist das denn bitte? Mann, wir können jetzt auch angeln. So, guck mal hier. Die Werkbank. Hier können wir Fischfilet machen. Wo kann ich mir denn Angeln bauen? Fischhütte, Flechwand? Sagt mal, Leute, wo kann ich mir denn Angeln bauen? Oder muss ich das... War die Angel irgendwo hier, was ich von Hand baue? Nein. Da bin ich jetzt gerade ein klitzekleines... Ich hätte so ein bisschen... Oh, mir juckt die Nase. Ich weiß nicht, was das soll. Ich hätte ein bisschen gehofft, ich kann die Angel hier bauen. Ist wohl nicht so. Dann gehe ich noch mal ganz kurz rüber zur Schmiede. Da konnte man ja auch den Stein spenden an. Vielleicht. Amboss, was können wir hier alles bauen? Kupferwaffen, Werkzeuge, Bronzewerkzeuge, Eisenwaffen, schließend Kupferwerkzeuge, Bronzewaffen. Und an der Werkbank können wir Steinwaffen, Steinwerkzeuge. Fischbeere, okay. Ich hätte ja auf eine Angel gehofft, Leute. Steinwaffen, Steinsperr. Holzhammer, Holzwerkzeuge. Ja, schade, Leute. Aber hier gibt es Fischspeere. Ein Werkzeug. Kann zum Fischen verwendet werden. Also keine Angel. Was brauchen wir denn dafür? 2x Stein, 2 Holzstämme und Leinengarn. Holzstämme und Stöcke habe ich hier. Aber Leinengarn müsste ich mir holen. Und Steine auch. Ja, Leute, dann können wir noch nicht losgehen zum Fischen. Dann brauchen wir erst noch eine Angel. Vielleicht brauche ich mir auch eine fertige Angel, wenn es denn eine gibt. Ich bin mal gespannt. Schaue ich beim nächsten Mal auf dem Markt nach. Wir haben jetzt über 40 Minuten schon gezockt. Leute, das macht so Laune. Da macht das Ausmachen. Da fällt mir das Ausmachen immer unglaublich schwer. Ich würde aber sagen, wir beenden das an dieser Stelle hier. Mein lieber Grimbo, das hast du gut gemacht. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert fleißig. Ich hoffe, das geht hier irgendwann auch mal rund. Lasst uns wieder Community werden. Ich habe richtig Bock auf den Austausch mit euch. In diesem Sinne, ich bin raus, euer Game.